Und willkommen zu einer neuen Folge von ArcAge. Beim letzten Mal sind wir hier in Weißarden Süd erstmal angekommen. Von da hinten sind wir gekommen. Da waren wir noch gewesen in Wachstadt. Ach Gott, wie gesagt, die Namen. In der Tauschsteinebene waren wir da. Endstation Wachposten waren wir da, genau. Jetzt sind wir in Weißarden. Dachte ich, komme mal irgendwann hier nach Gveonidwald, weil da ist die einzige Tauschmöglichkeit, um Material für Jenseitsteine zu bekommen. Aber na gut, irgendwann werden wir schon hinkommen. Momentan haben wir noch genug da, von daher soll es nicht weiter schlimm sein. Gut, dann werden wir mal hier anfangen, die Aufgaben zu bewerkstelligen. Ich glaube, ich habe beim Aufräumen irgendwie mittlerweile noch ein oder zwei Aufgaben mit dazu genommen gehabt. Sie waren im Inventar gewesen. Aber so nach und nach werden wir uns um bemühen. Was sollen wir überhaupt machen hier? Sammle weiße Geisterkristalle von den Weißardener Wandergeistern in Weißarden Süd. Oh Gott, ich muss mal kurz hier ein bisschen... Meine Maus hat sich verhackt. Wo ist der neue Typ? Ich habe hier unten mal ein bisschen auch anders organisiert. Ja, hat auch den Tipp bekommen gehabt, gerade weil ich ja oftmals meine Freunde und die ganzen Gegner, die ich hier erlege, dass die hier nichts mehr bringen. Das dürfte wahrscheinlich daran liegen, dass mein Level ja zu hoch ist. Das haben wir ja schon mal gesagt. Und so wie es aussieht, 10 Level höher gibt es nichts mehr. Alles was unter 10 Leveln ist, da wird noch was gegeben. Da erhält man noch was. Da lässt der Gegner noch was fallen. Und wir können noch was ergattern. Na, wie gesagt, wir sind hier alle 21, 29. Von daher kommt das schon hin. Danke nochmal, lieber Erklärbär. Bam, 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 bam. Hehe. Muss mir auch mal meine Skill-Leiste. Ein bisschen habe ich hier schon variiert. Oh. Mein Cube, der ragt da hier rein. So. Packen wir nach da oder nach da? Ich weiß es nicht. Wir packen ihn mal nach da. Ich habe ihn letztens gesehen, da. Nee. Ich habe mal oftmals so viele Quests, da lassen wir lieber mal auf der Seite. So. Qubi bleibt hier. Sehr, sehr gut. So, was müssen wir überhaupt noch machen? Achso, ich bin schon fertig. Auch gut. Wir sind hier, müssten eigentlich nach da oben. Hier in der, ich nenne es mal Feldspalt, da sind wir ja beim letzten Mal rübergeflogen. Oder bin ich da lang geflogen? Wo ich nochmal zurückgehen musste? Ich glaube ja. Aber da endet alles im Steinwirrwarr. So, in die Richtung müssen wir. Das heißt, wir gucken uns mal zumindest mal hier den Berg an. Hm? Ob es hier irgendwas gibt. Fällen kann man hier nichts. Hm. Kommen wir auch schlecht hier hoch, würde ich sagen. Oh! Jetzt kurzfristig hat sie noch was ergeben. Wunderbar. Da gehen wir nochmal ran. Lokan ist das. Zeit kaufen. Gut gemacht. Dank dir sind unsere Verwundeten jetzt in stabiler Verfassung. Mehr Korn, Brot für Abenteurer bekommen wir auf jeden Fall. Was macht denn das überhaupt? Stellt Gesundheit wieder her. Und wir können wählen. Schwert, Nodachi oder Birkenstab. Wir nehmen mal das Schwert.
Du reist weiter nach Weißaden, richtig? Könntest du uns auf dem Weg noch einen Gefallen tun? Um was dreht sich's denn? Tarves bringt einige Vorräte zurück nach Ardenia. Könntest du ein Nahrungspaket von einer der Kisten mit Notrationen neben mir nehmen und zu ihm auf die Hügel bringen? Niemand sollte die Untoten mit knurrendem Magen bekämpfen müssen. Dafür gibt's wieder Vollkornsuppe. Gut. Ein Handelspaket? Achso, einer von den vielen hier. Wie weit müssen wir denn laufen? Ich weiß es nicht. Wir nehmen es erstmal hoch. Achso, ich dachte, wir kriegen es hier auf den Rücken. Na gut, dann eben nicht. Das müssen wir auch in der Richtung machen. Wir wollen aber gerne mal hier hoch. Oder soll ich sagen, ich will hier hoch? Halt, was sind das für Blumen? Ist egal, können wir die pflücken. Ich möchte hier hoch. Wo kommen wir denn hier hin? Ach, da geht's wieder zurück, dann sag ich jetzt zu. Ah, was ist denn das? Benutzen. Was passiert jetzt? Was passiert denn jetzt hier? Hier passiert gar nichts. Wachsende Familie, kann das das sein? Gewinne, Handel? Eventuell, man weiß es nicht. Da unten scheint Maria Obel zu sein. Ihr guckt mal, ja, das ist es auch. Gucken wir mal kurz über die Bergkuppe rüber. Was wir da so haben. Aber so wie es aussieht, gibt es hier auch nichts. Was heißt, gibt es nichts? Nichts ist ja verkehrt. Stein. Ich bin jetzt auf der Spitze. Hallo. Schönes Bild, wa? Achso, wir zählen jetzt hier schon zu Marian Opel. Achso. Was ist denn da unten? Zirkus? Sehr hübsch. Ich glaube, ich bin ein bisschen weit weg mit meinem Mikro, kann das sein? Ich muss mal ein bisschen nachstellen. Ich hoffe, mich komme jetzt besser, weil ich sehe gerade im Aufnahmeprogramm, dass mein Ausschlag etwas gering ist. Also der im Aufnahmepegel liegt dir im Gesicht. Der natürlich auch. Ich würde mal sagen, wir fliegen mal runter. So, hier waren wir gewesen und wir müssen dann, wo müssen wir da hin überhaupt? Hier müssen wir eigentlich schon wieder runter, oder? Da hinten müssen wir auf jeden Fall hin. Wandergeist. Halt, was ist das hier? Das war eine Blume, kann ich aber nicht pflücken. Na gut. Dann gibt's eben nichts zu pflücken. Hallo Tarves, ich hab was für dich. Eine weitere Nahrungslieferung aus Elktras Lager. Vielen Dank, wir werden sie verladen und uns gleich auf den Weg machen. Das ist schön. Wegen all der Kämpfe hatten wir kaum Zeit, neue Rationen zu sammeln. Einige der Wächter von Arden riskieren da draußen ihr Leben, obwohl sie kaum eine Handvoll Essen pro Tag bekommen. Es ist nicht gut. Es ist überhaupt nicht gut. So. Rhinos haben wir hier noch. Was hat denn Rhinos für uns? Selbst für den Wald der Toten sind diese Geister außergewöhnlich angriffslustig. Ah, wir kriegen dann schon wieder was an Waffen. Wir sind ja an eine gelegentliche wandelnde Leiche oder einen ruhelosen Geist gewohnt. Aber die koordinierten Angriffe, die wir in letzter Zeit erlebt haben, weisen alle in eine Richtung. Nekromantie. Diese verfluchte Essenz wurde von einem der nahen Geister eingesammelt. Könntest du sie in den Norden zu Kommandantin Jaira bringen? Sie ist für das Lager der Wächter von Arden dort verantwortlich. Vielleicht weiß sie ja, was wir damit anfangen können. Okay, wir sollen da was hinbringen. Das ist sehr schön. Alles in eine Richtung. Trotzdem gucken wir uns das hier mal an.
Ui. Was ist denn da unten eigentlich? Ach, da fahren wir, kommen wir wieder zurück. Nee, da oben eigentlich. Hä? Na, in den anderen, sag ich jetzt mal, in den anderen Gebieten ist man so oft mittlerweile schon hin und her, dass man einen Überblick hatte, wo man sich gerade befindet. Hier war ich noch nie. Demzufolge bin ich ein wenig orientierungslos. Wir gucken uns hier alles mal an. Links und rechts, rechts und links. Man weiß ja nicht, ob an der Seite des Weges irgendetwas auf einen wartet. Für mich als Laternenfetischist in dem Spiel ist das Ding aber nicht gerade sehr hübsch. Oh Gott, was ist denn hier los? Wächterin von Arden. Wächter, Wächter, Wächterin, Wächterin, Wächter. Okay. Kommandantin Jaira. Haltet die Stellung, Krieger. Treibt die Untote zurück. Guten Tag. Kommandantin Jaira. Eine Stichprobe der Wandergeister. Wie? Dann lass mich mal sehen. Rhinus hat gut daran getan, dich zu schicken. Hier ist die dunkle Magie am Werk. Ich kriege eine Belohnung. Ich habe schon gesehen. Ich würde mal dessen Schild nehmen. Wir Wächter von Arden verbringen viel Zeit damit, Fremde wegzuschicken. Schön. Nur wenige Reisende überleben hier und noch weniger helfen uns in Zeiten der Not. Hier, diese Medaille ist ein Symbol unseres Ordens. Sie wird von unserer Patrouillen erkannt werden und garantiert dir eine sichere Reise nach Ardenia, der Heimat der Wächter von Arden. Ist das schön. Zeige sie Shanna, einem Eingang unseres Dorfes. Sie wird dich zu unseren Anführern bringen. Okay. Oh, jetzt haben wir eine richtige Menge hier. Noch ein Wächter, und zwar ist das der Wächter von Arden, Bodran. Die verdammten Untoten nehmen kein Ende. Wir sind abgeschnitten und können unsere Stellung kaum halten. Wir brauchen Verstärkung aus Ardenia, aber wir können es uns nicht leisten, jemanden von der Front abzuziehen. Könntest du für uns eine Nachricht übermitteln? Du musst dich durch die Untoten, die das Lager umzingelt haben, hindurchkämpfen und den Wächter von Arden, Ochello, am Stadttor aufsuchen. Sag ihm, wir brauchen hier draußen Hilfe, und zwar schnell! Jawohl! Und wir haben noch Wächter Viktor. Sieh mal einer an, es ist schon lange her, seit sich ein Fremder allein in diese Wälder gewagt hat. Normalerweise erfordert das einen erfahrenen Wächter von Arden, oder? Interessant. Mit deiner Zustimmung würde ich gerne eine zweite Prüfung durchführen. Wenn du sie bestehst, verspreche ich dir, den Weg zu Luis Erwählten zu zeigen. Keine Sorge, der Test ist einfach. Du hast ein goldenes Zeichen auf deinem Handgelenk, nicht wahr? Halte diese gesegnete Lilie einen Moment in jener Hand und warte ab, was passiert. Eine Lilie? Eine Lilie? Ich bekomme eine Lilie? Wo denn? Spätestens überhaupt so. Wo ist denn die Lilie? Inventar? Schild? Medaille? Hier ist keine Lilie. Wo soll denn die Lilie sein? Benutze die gesegnete Lilie von Wächter Viktor. Ja, bin ich hier blind? Hallo? Ich würde sie gerne benutzen. Ach, da oben ist sie. Sag doch, ich bin blind. Konzentration. Danke, Runenträger, sind in Weißarden immer willkommen. Folge diesem Pfad nach Westen und triff dich mit Leutnant Alexander. Ich bin sicher, ihr zwei werdet viel zu besprechen haben. Sprich mit Leutnant Alexander. Sehr gut. Was ist denn das hier? Halt, ich komme zu Hilfe! Und tot ist er. Aha! Alles wieder tot hier. Alle tot, mein Gott. So. Schade, ich dachte, ich krieg mal eine Lilie und hätte sie nur gehen können.
einem der Linie, der wird ja ein riesiges Problem hier. Halt! Nein, ein! Bleib hier! Stay hier! Geht na, weg davon an. Hallo? Guten Tag, hier gibt's nichts. Ich bin jetzt hier gerade so ein bisschen irritiert. Da kommt eine Leiche. Komm her, du. Wir verteidigen den westlichen Wald. Putz, putz, putz. Tot ist sie, die Leiche, meine ich. So, 9 Stufen Unterstieg und ich krieg noch eine Loot. Das ist schön. Muss ja hier sowieso lang, wa? Oh, hier sind ja haufenweise von diesen Leichen. Muss ich von denen jemanden erledigen? Bezwinge die Untoten, ja. Gut, fangen wir doch mal an. Untote Nummer 1. Warum Ewigkeiten fahren, wa? Untoter 2. Komm her, du. Das war nochmal die 7 gewesen. Ach, die 7 schießt zurück. Achso, genau. Schutzkreis. Mein Kreis ein Schutzkreis, Kreis. Ich sehe gerade, ich überfülle wieder meine Quest hier, aber zum Ausprobieren hervorragend. Und zwar, ich habe ja noch gesehen, ich habe hier noch den Schild, den ich hier gerne einsetzen würde. Das sieht gut aus. Was ist denn das hier überhaupt? Medaille des Wächters? Kann ich damit was machen? Nee. Ein Loyalitätszeichen können wir gleich mal einlösen. Weiß zwar gar nicht, ob man das sammeln soll oder gleich einlösen sollte, aber ich gehe mal davon aus, dass man es auch gleich einlösen kann. Weil wird ja hier unten gezählt. Ist ja also nicht weg. Da ist das Taschenmesser. Nee, eben reut nicht. Mal ein bisschen was vom Farmer. Und das war es dann schon gewesen wieder hier. Gut. Etwas weiter. Wer bist du denn? Komm doch mal bitte her. Ich muss mal den Schildschlag ausprobieren. Putz. Der ist ja nicht verkehrt, ne? Der Schildschlag ist wie immer hervorragend. So, muss ich überhaupt weiter? Bin etwas verwirrt. Eine verwirrte Person. Wir werden mal unseren Gaul hier holen, ne? Wir müssen ja mit dem auch mal ein bisschen. Der ist gerade mal bei 9. Der sollte ja auch mal ein bisschen hochleveln, gell? Mit Eisbär und so weiter macht es zwar ein bisschen mehr Spaß. Obwohl langsam, muss ich sagen, reicht der Eisbär aus. Klingt zwar gemein, aber. Müssen wir hier die wiederbelebte Jugendliche, müssen wir die auch hier catchen? Katschi, katschi. Leutnant Alexander, nur die Wächter von Arden dürfen hier entlang gehen. Kehre um oder riskiere den Tod. Machen wir es kurz, in Ordnung. Victor hat mich bestehen lassen. Sloan ist tot und der Ring von Nui wurde vom mörderischen Verbrechen gestohlen. Sag mir jetzt mal jemand, was hier eigentlich los ist. Sloan ist tot? Oh, Nui, du hast einen schlechten Zeitpunkt gewählt, um deinen Krieger heimzurufen. Um deinen Krieger heimzurufen, okay. Das sind schlimme Neuigkeiten. Der Nekromant Antalon führt seine untoten Horden gegen uns ins Feld und. Unsere mächtigste Waffe befindet sich in den Händen von Handelsabschneidern und Dieben. Auch wenn ihre Gesichter jung aussahen, waren die Augen von Nuis Erwählten gespenstisch. Ganz so
als ob sie zu viel gesehen hätten. Alexander sah aus wie ein Jüngling von 20 Jahren. Es schien unmöglich, dass er einer von Sloans engen Freunden war. Sloan war mindestens dreimal so alt wie Alexander, wenn nicht älter. Jedenfalls konnte er erklären, warum der Ring von Nui so mächtig war. Seelen zurückholen und im Jenseits versiegeln, passend für den Ring der Göttin des Jenseits. Basierend auf ihren Erinnerungen hatte Ilyana ein gutes Herz und sie hätte Flora gerne geholfen. Doch du bezweifelst, dass sie Nekromantie gutgeheißen hätte, vor allem mit ihrem Ring. Nekromantie schien in Weißarden weit verbreitet zu sein. So, als ob der Wald selbst zwischen dieser Welt und dem Jenseits gefangen wäre. Der Wald ist gefangen. Also wie gesagt, das Video habe ich zwar gesehen, verstanden habe ich davon gar nichts. Wir machen mal weiter. Mit Alexander. Dennoch dürfen wir die Hoffnung nicht aufgeben. Wir sind die erwählte Nuis. Mit allen Stärken und allen Pflichten, die das mit sich bringt. Wir werden nicht klein beigeben. Jawohl. Du hast Victors Prüfung bestanden. Es wird Zeit, dass du lernst, was das bedeutet. Auf der anderen Seite des Pfades befindet sich ein wiederbelebter Jugendlicher. Nimm diesen Übungsbogen und probier ihn an ihm aus. Ein Übungsbogen? Was kann er gegen die Untoten ausrichten? Das frage ich mich auch. Ich glaube, ich setze mich mal ab hier. Übungsbogen. Hört sich gut an. Ich sehe gerade, oh, wir haben ja schon eine schöne Zeit hier. Also wir werden mal... Verwende den Übungsbogen. Übungsbogen. Oh, wie schön. Kurz und knapp. Alexander, was war das? Siehst du, Nuis Erwählte sind mit dem Wissen um heilige Runen gesegnet. Einige wirken als mächtige Waffe gegen die Untoten. Einige beschützen uns und unsere Angehörigen. Sie verleihen uns große Macht. Doch die Göttin verlangt im Gegenzug ein großes Opfer von uns. Ein Opfer? Was meinst du denn damit? Die Untoten haben uns unser Heimatland Auroria genommen. Um zu verhindern, dass sie auch noch Nuia kommen, müssen Nuis Erwählte sich ihnen auf der anderen Seite des Jenseits-Tors entgegenstellen. Direkt auf der zeitlosen Ebene des Jenseits. Die zeitlose Ebene des Jenseits. Ihr habt aber auch Wörter und Wortkombinationen. An diesem grauen Ort halten wir die Stellung gegen die untote Horde, abgeschnitten vom Rest der Welt, ohne zu altern, aber auch ohne je Frieden zu finden. Ein endloser Kampf um die Sicherheit von ganz Nuia. Meine Männer und ich können dem Tor nicht so lange fernbleiben, damit unsere Brüder ohne uns nicht den Mut verlieren. Wir sind auf Bitten der Wächter von Arden gekommen, um beim Schutz ihres Dorfes zu helfen. Dennoch muss man in Ardenia erfahren, dass der Ring von Nui verschwunden ist. Bring diesen Brief nach Westen zu Christoph, Mitglied von Nuis Schild. Er wird der Anführer der Wächter von Arden und wird jemanden finden, der den Ring zurückholt. Er ist der Anführer, nicht er wird, er ist es. Gut. Dann sind wir jetzt soweit hier fertig. Unsere Quests werden schon wieder immer mehr. Das heißt, wir müssen uns hier... Also, die Gegend ist nicht so hübsch, muss ich sagen. Trotz alledem werden wir uns auch hier ein bisschen umgucken. Vielleicht nicht so intensiv. Das macht hier etwas weniger Spaß, jedenfalls mir. Und von daher verabschiede ich mich über euch. Bedanke mich bei euch fürs Zugucken. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss.